Gozo ist die zweitgrößte Insel des Archipels der Republik Malta. Sie wird auch als Gemüsegarten des Landes bezeichnet. Im Restaurant Il Cartel wird ausschließlich mit regionalen Produkten gekocht. Seit 1973 ist Philipp Speteri hier der Chef und Koch. Jeden Tag besorgt er frühmorgens die frischen Zutaten. Vor ein paar Stunden war dieses Gemüse noch auf den Feldern. Die Bedingungen hier sind gut, die Böden fruchtbar, das Klima ganzjährig mild. Beim Einkaufen werde ich morgens schnell munter. Das ist sehr wichtig für mich, sonst könnte ich mich gar nicht richtig auf den Tag einstimmen. Danach entscheide ich, ob ich ein Fleisch- oder Fischgericht zubereite. Das Einkaufen hat noch etwas Gutes. Es verbindet einen jeden Morgen neu mit der Region. Das Rezept entsteht in meinem Kopf, wenn ich die frischen Zutaten sehe, die es hier in Hülle und Fülle gibt. Manchmal sieht man etwas und denkt, genau das ist das i-Tüpfelchen, das nehme ich. Heute entscheidet er sich für Auberginen, Zwiebeln und Fisch. Die Bewohner von Gozo leben überwiegend vom Fischfang. Die Auswahl ist groß. Für uns wird Philipp Spiteri Weißbarsch in einer Kapernsoße zubereiten. Schuppen und ausnehmen lässt der Koch ihn immer bereits im Fischladen. Bevor Philipp Spiteri ins Restaurant fährt, macht er noch einen Abstecher ins Lunziata-Tal. Hier wird ein Großteil des Gemüses angebaut und von hier kommen auch die Kapern für sein Restaurant. Kapern wachsen auf Gozo überall wild. Sie dürfen in der maltesischen Küche nicht fehlen. Schon früher machte man aus Kapern eine Soße. Man konservierte sie zu Beginn des Sommers und konnte sie dann das ganze Jahr aufbewahren. Kapern waren schon immer eine Zutat unserer Küche und bis heute eine der wichtigsten. Philipp Spiteri kocht nach alten einheimischen Rezepten, mediterran mit arabischem Einfluss. Es ist ein einfaches Gericht, das jeder zu Hause zubereiten kann. Wir nehmen die Aubergine und schneiden sie einfach. 1, 2, 3. Sie werden mit einem Messer eingestochen, damit sie nicht platzen. Anschließend kommen sie ohne Salz und Gewürze bei 200 Grad Celsius in den Ofen. Aus den Kapern bereitet Philipp Spiteri jetzt die Soße zu. Mit den frischen Produkten von Gozo und dem typisch milden Olivenöl der Insel. Die Kapern werden Anfang Mai gepflückt. Sie brauchen ungefähr 2 Monate, bis man sie verwenden kann. Er schneidet alles in kleine Würfel. Dann fügt er 1 bis 2 Esslöffel Kapern hinzu, mehr nicht, da sie sehr salzig sind. Oliven, frische Petersilie und Basilikum, eine Peperoni, die Schale einer Zitrone, Meersalz und Olivenöl. Dann lässt er alles schmoren. Duftet bereits. Der Barsch wird ungewürzt hinzugefügt. Mit Weißwein abgelöscht. Jetzt noch ein wenig Olivenöl. So kann man den Fisch zubereiten, auch mit Kapern. Wir nehmen frisches Basilikum, frische Zitronen, frischen Chili, Wein und das Olivenöl sowie das Salz von hier. Man kann dieses Gericht also wirklich als lokale Spezialität bezeichnen. Das Gemüse ist gar. Das weiche Fleisch wird in eine Schüssel gegeben, die Zwiebeln enthäutet. Dann vermischt Philipp Spiteri alles mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern. Fertig ist das Fischgericht à la Il Cartel. Barsch in Kapernsoße mit Auberginen und Zwiebeln. Neben dem Meerblick gehört für Philipp Spiteri jetzt nur noch eins zum richtigen Genuss seines Fischgerichts. Ein Glas Weißwein von Gozo. Cheers to your health. Auf Ihre Gesundheit. Viele Grüße von Gozo und guten Appetit. Danke. Thank you.